Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute gibt es mal einen Quick-Tipp in Photoshop und zwar, wie du zu deinem Foto ganz schnell einen kleinen Rahmen hinzufügen kannst. Viel Spaß! Ja, du kennst es ja vielleicht, manchmal möchte man sein Foto noch gerne mit so einem kleinen Rahmen gestalten. Und da gibt es eine ganz einfache und schnelle Methode, wie man das machen kann. Da brauchst gar nicht viel Arbeit, sondern das geht wirklich innerhalb von ein paar Sekunden. Und das möchte ich dir jetzt hier einfach mal zeigen. Ich habe jetzt hier einfach mal ein Beispielbild rausgesucht. Das ist irgendein Innenarchitekturfoto, was ich mal gemacht habe. Spielt überhaupt keine Rolle. Es geht einfach nur um den Trick insgesamt. Ich arbeite hier mit meiner Hintergrundfarbe und das solltest du auch tun. Also ich nehme jetzt hier zum Beispiel mal an, dass ich einen weißen Rahmen mir erstellen möchte. Deswegen wähle ich jetzt einfach mal meine Hintergrundfarbe auf komplett weiß. Und jetzt nehme ich im nächsten Schritt einfach mal mein Freistellungswerkzeug hier und das ist eigentlich der ganze Trick dabei. Normalerweise nehme ich dieses Freistellungswerkzeug hier immer, wenn ich irgendwas vom Foto rausnehmen möchte. Ja, also ich kann jetzt hier zum Beispiel einfach mal das so ein bisschen reinziehen oder wenn mir hier auf dieser Seite was nicht gefällt, dann nehme ich das noch ein bisschen raus und so weiter. In diesem Fall ist es aber genau andersrum. In diesem Fall wollen wir ja dem Foto etwas hinzugeben, nämlich den Rahmen. Und das können wir ganz einfach machen, indem ich jetzt hier mal das Ganze rausziehe. Und du siehst, was jetzt passiert. Ich kriege jetzt hier auf dieser Seite einen weißen Rahmen. Und das ist genau die Hintergrundfarbe, die jetzt hier ich vorher eingestellt habe. Wenn ich jetzt dabei noch die Alt-Taste drücke, dann siehst du, dass das Ganze simultan auf beiden Seiten passiert. Und dann haben wir nämlich genau rechts und links gleichzeitig gleich große Rahmen. Und genauso kann ich das hier oben und unten machen. Ja, also da werde ich das Ganze genauso einstellen. Dann gibt es auch hier einen Rahmen. Unten kann man vielleicht den Rahmen ein bisschen größer machen. Da nehme ich jetzt die Alt-Taste mal nicht mit dazu. Dann kann ich jetzt hier den Rahmen noch ein bisschen größer machen. Und dann sieht das Ganze schon so aus wie so ein kleines Polaroid-Foto zum Beispiel. Ja, also ganz cool. Und dann könnte ich jetzt hier zum Beispiel unten einfach noch eine kleine Bildunterschrift hinzugeben. Ja, wenn ich damit zufrieden bin, dann klicke ich hier einfach oben auf den Haken oder drücke auf Enter, wie auch immer. Und schon hast du einen wunderschönen Rahmen um dein Foto gepackt und das in wenigen Sekunden. Also, wenn dir dieses Video gefallen hat und geholfen hat, dann auf jeden Fall den Daumen nach oben klicken. Teils mit deinen Freunden, vielleicht haben die ja auch Interesse an solchen Themen. Und ansonsten natürlich den Kanal abonnieren und schau mal auf meinem Online-Store vorbei, da gibt es Videotrainings und Workshops. Also, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Ciao.